Also erst einmal hi und willkommen bei Nami Appy. Bin eine. Nee, ich bin nicht eine der Mods. Ich bin der Mod. Ich bin die einzige Mod aktuell. Bist du da bei mir auch Gold richtig bezüglich der Weltlistung, weil ich dir auch die Rolle bei Bestehen geben kann. Bring 13 Jahre RP-Erfahrung mit und bin so ein bald eingesessenes Sieschen. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne spielen, wenn es geht. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 31. 31. Oh, Gott sei Dank, jemand, der das Alter mal wieder mit anhebt. Oh, endlich. Wie alt bist du denn? Ich bin 28. Ja, also diesmal bist du auf jeden Fall der Jüngere als ich. Es ist Samstag geworden, ich will noch ein bisschen RP spielen, dann lass uns damit hier anfangen, würde ich sagen. Na klar, wunderbar. Fangen wir mit was Leichtem an. Ab wie vielen Plattenreifen mussten du den Wagen bei uns stehen lassen? Drei, ne? Nee, ab dem zweiten muss man schon stehen lassen. Ich hatte das Regelwerk gelesen, da stand, glaube ich, mehr als zwei Platte. Also drei. Ja, mit mehr als zwei Plattenreifen steht drin. Ja, man kann sagen, ab drei. Menschenverstand sagt eigentlich, wenn du hinten komplett platt hast, schleift eine Regel dahinter. Regelwerk sagt drei. Ja, alles gut. Wie lange gilt ein Schusskolben bei uns? 5 Minuten waren das, glaube ich, oder? Wie lange lässt du der Gegenpartei Zeit zu reagieren, wenn du den Schusscall abgegeben hast? 5 Sekunden. Haben wir bei uns auf dem Server Green Zone oder Safe Zones? LSMD habt ihr nur gehabt. Was muss nach Ende der Schicht vom LSMD beachtet werden? Die Waffen einlagern. Okay, wie werden die NPCs bei uns in der Stadt behandelt? Wie normale Spieler halt, ne? Ist das Ausspielen von Schwangerschaften erlaubt? Ist verboten. Dann bekommst du von mir einmal die Whitelistungsrolle. Oh, danke dir, sehr lieb von dir. Wie sieht's denn aus mit Trolling und so Müll? Ist sowas drauf? Ich hoffe doch wohl nicht. Wir haben schon zwei, drei Wellen von irgendwelchen YouTubern, die halt immer noch auf irgendwelchen Servern bauen. Haben wir tatsächlich schon gehabt. Für Trolling und dergleichen haben wir kein Herz und daher sind wir auch ganz strikt. Sehr gut. Dann fange ich mal mit meinem RP. Wow, das sieht aber professionell aus. Detlef, Neubauer. Geiles Bike. Ich hab dich schon seit 2 Tagen nicht gesehen. Darf ich fragen, wie ihr heißt, ihr zwei? Alicia? Ach so, nein, ich habe dich verwechselt. Warum? Ich hatte eine Freundin, die hatte auch rote Haare, aber du bist das nicht. Also wenn ich mit dir zusammen wäre, hätte ich das schon gemerkt. Zusammen? Hast du einen Freund oder was? Ja, ich habe einen Ehemann. Ein Ehemann? Ist das der da Ja. hinten oder was? Nein, der ist noch nicht da. Wo arbeitet der? Beim PD. Mahlzeit. Ich habe einfach nur so rote Haare. Darf man das nicht? Hä, hab ich doch nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich jemanden kenne, der auch rote Haare hat und ich dich verwechselt Als habe. Rachel wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wer Rachel ist. Wie heißt deine Freundin? Es ist nicht meine Freundin, irgendeine Sch mit denen ich mal was unternommen habe. Ja, aber trotzdem muss man ja Frauen nicht immer direkt beleidigen. Ja, die ist aber fremdgegangen. Dann ist es eine Sch. Ja, Dann ist es was anderes. Dann ist es Ja, was fremdgehen anderes. geht gar nicht. Die hat einfach anderen Penis gelutscht. Oh Mann. Oh, ganz hart. Dann war deiner wohl nicht gut genug. Alicia, weiß Bescheid, ne? Du musst es ja wissen. Oha. Oha. Soll ich dir mein Messer ausleihen? Komm her, Alicia, hier. Nee, nee, ich brauche nichts. Ich mache alles Okay. ohne Gewalt. Mit meinen Worten. Genau, Wenn es mal dann im nichts Mund. nützt, dann knarre. Dann knarre, ja. Dann hole ich meine AK raus. Und wenn das nichts nützt, was dann? Ja, dann hole ich meine AK raus. Dann Blowy. Also da drauf stehst du mehr, ne? Ich stehe auf gar nichts. Gar nichts, was mit dir zu tun hat. Kennst mich doch gar nicht. Also die 2 Minuten haben mir gereicht. Was ist das denn für ein Hund hier? Luffy! Ich glaube, der Hund mag dich nicht. Der Hund mag dich genauso wenig, wie ich dich mag. Magst du mich nicht? Nee, du bist ja jetzt schon unsympathisch. Oh Gott, nein. Den mag mich nicht. Die Welt geht unter. Das ist aber ärgerlich. Mein Leben hat ja gar keinen Sinn mehr, wenn du mich nicht magst. Was? Wie sage ich Ihr Name? Hallo? Mein Name? Ja, deiner. Puh, ich habe keine Ahnung, wie ich heiße. Ich heiße, glaube ich. Ich vergesse meinen Namen, weil ich so gut aussehe. Boah, sehe ich geil aus. Sie sehen nicht gut aus. Ach du Sch. Ich bin der Detlef. Wollt ihr auch mit in meinem Foto sein? Nein, danke. Ja, okay. Die haben einen roten Bart. Das sieht ziemlich komisch aus. Ja, musst du ja wissen. Warum haben Sie eigentlich einen Hochzeitsanzug an mit Weil Blume? ich schick, schick und fresh sein muss. Die Chicks, die sind scharf auf mich, deswegen weißt du, ich mein. Ach so, okay. Die sind richtig scharf auf mich. Und warum ist aber dann keiner von uns scharf auf dich? Weil man euch nicht als Chicks betiteln kann. Als Ach was so. dann? Wollt ihr als Chicks sein oder was? Kann man sehen, wie man will, ne? Also, du willst ein Chick sein? Nee, habe ich nicht gesagt. Hat sich irgendwie so angehört. Uff, uff. Ja, nee, dann müssen sie ruhig zuhören. Guck mal, die sind alle von da hinten zu uns jetzt gekommen. Ja, weil ich anziehend bin. Die kommen wegen mir alle. Komm, wir gehen wieder alle. Der White Boy labert mir zu viel. Ach, Gottchen.
Ja, endlich schießt sie weg. Bleibst du bei mir? Warum? Ich weiß nicht. Oder willst du auch gehen? Dann kannst du auch gehen. Nee, ich kann mich ja mit dir unterhalten. Ja, die sind langweilig, oder? Wie viele bist du hier eigentlich? Ja, mach das mal. Ey, ihr Pappnasen, ich unterhalte mich gerade mit der Dame, ja? Hallo, lass das Leute mit dir. Wie ist, wenn du mal deine Schnauze hast und dich hier verpisst? Alicia, mit dir redet keiner. Was bist du denn vor, Alter? Alicia, beruhig dich. Gewalt ist keine Lösung, meinst du eben, Alter. Warum soll ich die Schnauze halten? Also, du kommst gleich eine AK in die Fresse. Warte, ich mach mal einen geilen Twitter-Account. Ach, die Telefonnummer. Oder soll ich denn wissen? Deine Nummer wird keine Namen. Deine Handy-Einstellungen. Deine Nummer. Alicia, Alter, jetzt tu nicht so. Meine Nummer will ich dir doch niemals geben. Will ich auch nicht haben. Meine Nummer bist du noch 10 Stufen runter. Ich glaube, du willst gleich auch eine auf die Alicia, mit dir, oder? Alicia, mit dir hat doch gar keine Rede. Warum fühlst du dich angesprochen? Weil ich hier auch im Kreis stehe, dummerweise. Ah, Alicia, willst du wieder meine Aufmerksamkeit? Ich verstehe es nicht. Nein, nein, Bruder, muss nicht sein. Warum machst du so? Ich hab doch gar nichts gemacht. Dann geh ich halt. Ich glaube, der ist ein bisschen mad. Alicia, du bist mad. Man hört das auch von deiner Stimme. Du bist von irgendwas getriggert. Auf geht die Post. Weiß ich, was dich getriggert hat? Komm weg, komm weg! Genau, ich muss stinksen. Runter mit dir. Frauen werden nicht geschlagen. Ach, ist das so? Ja, tut mir leid, hast recht. Das Bike ist geil, Mann. Irgendjemand hat was dran gemacht. Irgendeine Flachpfeife. Meinst du mich mit Flachpfeife? Nein, ich meine ich nicht. Du bist ein krasser Typ. Jetzt schon für dein Gesicht empfohlen, ne? Rattengulasch. Rattengulasch, jo. Rattengulasch, man kennt's. Sie müssen nochmal zum Schneider. Zum Schneider, warum das denn? Ist deine Mutter da am Arbeiten oder was? Deine Mutter will für mich die Hosen, damit ich es ihr besser besorgen kann. Sag doch Bescheid. Jetzt hast du ein Problem, mein Kollege. Ja, ja. Ich bin nicht so mad, weil er gegen deine Mutter geht, Mensch. Also, Alter, der kann nicht mehr einstecken, weißt du? Große Fresse, nix. Er kann nicht mehr einstecken. Nee, alles gut. Mit meinen zwei Biss. Leider ist die eine bisschen hässlich geraten. Was hat er gerade geschrieben? Mit meinen zwei Biss. Leider ist die eine bisschen hässlich geraten. Ach, die Flossen hoch und jetzt umdrehen. Was für Biss, hä? Beleidigst du meine Schwester oder was, hä? Ist das deine Schwester? Ich meinte nicht die. Ey, Officer, können Sie mir nicht helfen? Ich werde dir gerade bedroht. Gar nichts kann ich Ihnen helfen. Warum belästigen Sie sexuell? Warum beleidigen Sie? Was ist eine Macke oder was? Auf die andere Straßenseite, auf geht's. Herr Officer, warum helfen Sie eigentlich nicht? Ist das euer Schoßhündchen oder was? Ja, werd mal nicht frech, sonst krabbelt's in Karton. Lauf weiter. Okay, Mann, okay. Warte. Weiter, hab ich gesagt. Es geht ums Allgemeine. Wegschuss. Bin ich da. Ihr Einschuss, ich bin weg, bitte nicht. Bleib stehen, Herr. Bitte nicht, ich werde sterben. Ja, buch den einfach ein. Nimm mit. Für was denn, hä? Sexuelle Belästigung, beleidigen die Frau, etc. pp. Ich könnte hier eine ewige Liste machen. Drehen Sie sich mal mit dem Rücken zu mir. Bitte nicht. Wenn Sie es jetzt nicht machen, werde ich die Tasern und dann halt festnehmen. Wie es können Sie sich entscheiden, wie Sie es machen wollen. 10 bis 5. Bitte, bitte, bitte. Hallo, was der Bulle sagt. 3, ja, okay. 2, okay. Ende hoch. 3, 2, 1, 5, 4. Geht auch umdrehen zu den Bullen. Ich wusste ja nicht, dass Platz und Kops beste Freunde sind Hand, wusste ich nicht. Warte, was darf ich in die Schrübe schießen? Kannst du aber eine blubbern. Pech, hat er Pech gehabt. Hilfe. Kann der reden, wenn der Kopfschuss hat? Mit Kopfschuss reden. Guten Morgen. Michael, wie kann der reden, wenn der Kopfschuss hat? Ja, ich nehme den jetzt mal kurz mit. War ja nicht offiziell beteiligt. Der hat gerade am Boden geredet, der wird nicht immer mehr hochgeholt. Ach so, alles gut. So, erstens, wieso hast du einen Stimmverzerrer drin? Erstens habe ich nicht, das habe ich eben im Support schon abgeklärt. Zweitens, ich habe auf dem Boden nicht geredet, sondern ich habe Schmerzgeräusche gemacht mit RP. Ja, ein Toter kann oder, keine Schmerzgeräusche geben. Ich will RP fördern, ich habe doch nur Schmerzgeräusche gemacht. Ich kann auch wieder revived werden, rein theoretisch. Nach einem Headshot kannst du nicht mehr revived werden, dann bist du tot. Ich habe keinen Headshot bekommen. Ich wurde davor ganz auf meinen Körper angeschossen und der letzte Schuss war, ich hatte 10% Leben und danach habe ich den letzten Schuss auch auf meinen Körper bekommen. Ich habe aber gesehen, wie sie dir den Headshot gedrückt Nein, hat. Nein, ich habe keinen Headshot bekommen, erstens und zweitens... Soll ich in den Logs nachschauen? Bro, ich will das RP fördern, ich mache doch Schmerzgeräusche, damit es realistischer wird. Ich möchte doch gar nicht, sage ich auf dem Boden Beleidigung, rede ich OOC oder sonst was? Ach, da ist es schon. Ich mache doch Schmerzgeräusche. Also der hat gerade am Boden gesprochen, angeblich Schmerzgeräusche. Ich habe doch gestöhnt und gesagt, Hilfe, hä? Das ist doch... Toter kann nicht... Nein, was hast du denn tot, wenn du bewusstlos bist, wenn du am Boden bist, umgeschossen wurdest oder irgendwas, hast du deine Klappe zu halten am Boden. Ja, aber dann müsste der jeden Charakter, der stirbt, rein theoretisch komplett sterben lassen und ihr könnt den gar nicht resetten lassen. Ja, doch. Also es gibt gar keinen Tod. Es gibt gar keinen Tod. Gibt es auch nicht. Also es gibt schon an sich einen Tod, wenn man das ausspielt, ja. Aber wenn du jetzt bewusstlos am Boden liegst. Ach komm, so, ich bitte euch, ich wollte doch nur RP machen. Ich habe doch nur ein bisschen. Ja, aber trotzdem. Ja, wusste ich nicht. Es tut mir leid, aber ich wollte das RP fördern mit Hilfeschrei. Also so Schmerzgeräusche und so. Ja, nee. Tut mir leid, aber das geht leider nicht. Nein, bitte nicht.
Komm schon. Ist doch alles gut. Du hast jetzt eine Vorwarnung. Wenn du nochmal passieren sollte, dann wirst du gewisse Stunde dann mal eine Auszeit haben. Ja, okay. Weiß ich Bescheid. Dass das PD mit dem Blatt zusammen, das ist doch das, was die gemacht haben, war da auch gerade Korruption, oder nicht? Was machen die denn? Hast du einen Beweis dafür? Dann gucken wir uns das an. Ich wurde von dem Blatt mit Waffen bedroht. Währenddessen war das PD die ganze Zeit daneben und hat mitgemacht, beziehungsweise hat nicht eingegriffen. Hast du einen Beweis dafür? Zweite Sache ist, wieso hast du immer noch einen Stimmverzerrer? Ich habe keinen Stimmverzerrer, immer noch. Ich habe das schon mit Support, haben wir das auch schon geklärt. Wenn du so eine tiefe Stimme hast. Ja, Mann, Bruder, nur weil du eine Stimme hast wie ein Kindergartenkind, kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Nur weil du nicht so eine männliche Stimme hast wie ich und neidisch auf meine Stimme bist, brauchst du jetzt hier nicht... Ist okay, hallo, ist jetzt ein anderes Thema. Du weißt Bescheid, das ist eine Vorverwarnung jetzt für dich. Okay, weiß ich Bescheid. Gut, dann viel Spaß dann noch beim Appy. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Schwester zu lieben? Hast du wieder zu viel Alkohol getrunken oder was? Nein. Doch. Du bist offener, du. Mir geht's super. Wie heißt du? Lissi. Hört sich langweilig an. Der Typ ist gefährlich. Der sieht aber nicht gefährlich aus. Ist aber sehr gefährlich, glaub mir. Aus welchem Grund denn? Denkst du das? Weil es ist. Du hast auch recht. Ein gefährlicher Mann. Sollen Sie mal Ihr Motorrad abstellen? Endlich Feind. Ja, du hast eine Reifenklemme, ne? Ja. Darfst du nicht damit weiterfahren? Ja, kann ich, bin ich auch nicht. Aber was soll ich machen? Die machen das nicht weg. Haben die auch ohne Grund einfach gemacht. Das meine ich eben. Ich hatte mit dem Blatt eine Situation und die haben einfach, der Cop hat währenddessen dieses Ding. Dieses Ding ist halt nicht der Beweis, dass der korrupt war. Ein PDler bitte zu mir. Mach mal die Reifenklemme hier ab. Schnell abmachen, bevor ich auf die Schnauze bekomme. Wir lieben die Cops, sie helfen uns immer wie Hunde. Die zwei Roten, seid ihr ein Paar? Die zwei Roten, boah, das sind doch Geschwister, oder nicht? Der Twitter-Post sagt aber was anderes. Oh, was du alles liest, juckt niemand. Schaut mal auf Twitter, da wurde irgendwas gepostet. Ich dachte, ihr werdet in Beziehung. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Schwester zu lieben, steht da. Komisch. Hä, bist du dumm? Hast du Lack gesoffen oder so? Lass mal den Fluss noch hochnehmen. Lappen. Ihr seid willkommen auf Alabama. Bist du hässlich. 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 Ey, yo, was geht denn ab? Was ist denn los? Ist irgendwas? Hässlich. Laufschippe. Da liegst du gut, du. Zum Telefonnummer einmal. Hi. Ey, man muss noch üben, mein Bester. Schlepp den doch nicht jedes Mal der weg, sagt die ganze, der fährt die ganze Zeit an mir vorbei, sagt, ich bin hässlich, hässlich, hässlich. Und dann fährt er mich hier um. Was ist denn hier los? Lass den runter, Michael. Ryan, Boot noch, Kollege, Boot noch. Olli, raff dich mal, Alter. Was soll das denn? Was ist das für ein Benehmen, Olli? Meine Güte, Olli kann sich einfach nicht benehmen. Ich hab die umgenietet, weil sie mich versucht hat zu schlagen, als er auf dem Motor. Und der Olli hat mich vorher beschossen. Du sagst mir hässlich. Ja, weil du mich versucht hast zu schlagen. Olli hat vorher geschossen, deswegen habe ich Olli weggekickt. Und die Frau, weil sie mich versucht hat, vom Motorrad runterzuschießen. Andere Frage, hat irgendjemand einen Clip? Ja, komm, Olli, zeig den Clip, wie du auf mich geschossen hast. Wo, wer jetzt? Ich auf den Sack, Junge, bevor du... Ich rede aber vom Umfang. Alter, Olli, beruhig dich, dann klatsche ich dir eine. Aha, du Wurst, Alter. Was ist das denn für eine Beleidigung, Alter, du Wurst? Hast du zu viel Essig angeguckt oder was, du Lappen? Warum hast du die Leute denn nie umgefahren, ist die Frage. Oder ich habe nur zwei umgefahren. Alicia, weil sie mich versucht hat zu kicken. Und Olli, weil er vorher auf mich geschossen hat. Mich hast du auch umgefahren, ich hab's auf Clip. Ja, weil du zu Platz gehört, ihr habt alle mitgeschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab auf Clip, ich hab nicht geschossen. Hör mal zu, wenn Olli auf mich schießt, dann habe ich einen Call gegen die ganzen Blatt. Aber ich gehöre nicht zu Blatt. Alicia, komm, zeig deinen Clip. Zeig deinen Clip, dass du nicht vorher... Ich hab gesagt, ich hab keinen Clip. Ja, ohne Clips kannst du auch nichts machen. Du brauchst einen Beweis. Wenn ein Blatt auf mich schießt, ist es logisch, dass ich jeden von dem Blatt töten darf, weil der Call draußen ist. Wie war der Call draußen? Der Alter, was? Der hat vorher auf mich 5 Magazine gefeuert. Und deine Twitter-Posts, die sind für einen Kindergarten. Wie alt bist denn du? Er kommt gleich. Alter, Olli, beruhig dich. Meine Güte. Olli. Geht's mal. Rauch dir mal eine Zigarette und komm runter, du Penner. Ich kann ihn wieder nicht moven. Ich könnte auch schon mal kotzen hier. Olli, beruhig dich, Alter. Olli. Mach hier keinen großen Macker mit deiner Waffe. Olli. Wenn ich die Waffe hätte, würde sie 10 Mal liegen. Ach du Wurst, Alter. Du hörst jetzt auch auf. Ja, ist ja gut, Bruder. Wenn du während Supportgespräch auf mich zählt, ist es schwer, hier ein bisschen irgendwie konstruktiv zu bleiben. Einfach nicht drauf reagieren. Ja, Bruder, während eines Supportgesprächs auf jemanden zählt, Alter, da wo ich herkomme, gibt es für sowas 10-fach Perma. Hast du zufällig einen Clip davon? Ja, zeig mal bitte den Clip, wie Alicia ganze Zeit versucht hat, mich zu kicken von meinem Motorrad. Und dann auf die Fresse bekommen hat und dann
Jetzt wie eine kleine Memme heult. Ich heul gar nicht rum. Weil sie nicht einstecken kann. Mir geht's auch nur darum, dass du mich die ganze Zeit, wo ich sogar schon nichts mehr machen konnte, mich gestoßen hast weiter von deinem Motorrad. Ja, wenn du versuchst, mich runterzukicken, dann solltest du dich nicht beschweren, wenn du einen Kick auf deine Nase bekommst. Oh, wie weit nicht der Boden? War der cool? Lass mal aufhören, so frech zu sein. War der Boden cool? Wie hat der gerochen? Und du hörst jetzt auf, hier so frech zu sein. Wir sind hier in einem Support-Gespräch. Lass dich provozieren, Alicia. Mhm. Ist so, Alicia, lass dich nicht provozieren. Wie ist es eigentlich mit deinem Bruder inzwischen? Ich habe gehört, ihr seid jetzt in einer Beziehung, laut Twitter. Ja, und? Selbst wenn, es ist doch RP. Was ist denn da ein Verbot, auf Twitter was zu posten? Sowas passiert auch in Real Life, hä? Ist doch RP, oder nicht? Was ist denn da ein Verbot, einen Twitter-Post zu machen? Schrei mich nicht in einer Support-Situation an. Wir sind hier so ruhig und sachlich. Du musst mich auch verstehen, Alter. Was beschwert ihr euch wegen Twitter, Alter? Das ist RP. Ich beschwere mich da gar nicht. Ich hab mich gar nicht beschwert. Ihr werdet gemobbt auf Twitter. Ihr werdet Twitter verbal angegriffen. Cyberangriff nennt man das in Real Life. Und dagegen müsst ihr euch wehren. Entweder indem ihr euch auf mich schießt oder anders. Ich hab doch auf dich geschossen. Und dann habe ich euch zurückgekickt und dann heult ihr. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich heul doch gar nicht, hä? Ich soll mal mit dir ganz diskutieren. Macht keinen Sinn. Reagiert am besten auch einfach nicht drauf. Einfach in Ruhe lassen, den Rest mache ich. Man muss cool bleiben. Mach mal einen geilen Selfie von mir. Wenn du gleich wieder... Darf ich kein Selfie machen von mir selber? Das ist verboten. Wir sind in einer Admin-Situation. Admin-Situation, aha. Und die Olli durfte eben die Waffe zielen und ich darf nicht mal mein Handy rausholen? Du darfst während einer Support-Situation kein Twitter oder ähnliches. Ja, okay, verstehe. Und warum durfte Olli eben die Waffe ziehen? Ist das Twitter benutzt? Er hat auch Ärger bekommen. Schon gut. Er hat aber Ärger bekommen. Ärger bekommen, oder ja, nicht? Natürlich. Okay, ja. Ärger. Ich sehe es, er ist da hinten im Würfelpack sein Ei am Schaukeln, wie ich von hier hinten sehen kann. Doch, ich sehe es doch gerade. Olli ist da hinten gerade am Plaudern und sieht mir irgendwie nicht so aus, als hätte er Ärger bekommen. Ja, da will ich auch die Schnauze halten. Kannst du mal bitte den Ventilator ausmachen, Alter, nur weil du schwitzt wie ein Schwein und den Ventilator auf 5 stellen musstest, muss ich mir das hier nicht anhören, ja? Ruhe! Sind eigentlich Stimmverzerrer erlaubt? Nee, eigentlich nein. Schon nicht, ne? Ich habe keinen Stimmverzerrer, Alicia, und du bist kein Admin, also bist du hier bitte leise, ja? Dann klatsch mal bitte in der Hand. Was für eine Hand, Alter? Laber mich nicht voll, Alter. Ich bin doch nicht dein Laufbursche, dass ich hier irgendwie klatsche. Was willst du eigentlich hier machen? Abgang, Alter. Du bist Ruhe. Kein frech, oder was? Der ist kein Teil des Supportgesprächs, das macht er denn Ruhe. Hier? Ruhe, ich sag's dir schon, dass ich hier bin. Schön für dich, dass ich kein Admin bin. Alicia, ich glaube, das ist dein kleinstes Problem. Das ist mein kleinstes Problem? Ja. Dann hast du wahrscheinlich gleich ein großes Problem, wenn es mein kleinstes Problem ist. Ich und Michael haben uns jetzt gerade den Clip angeguckt. Du hast tatsächlich sehr starkes VDM getrieben, ne? VDM? Ich habe gekickt? Du hast ja aber mit dem Motorrad trotzdem überfahren. Das war ein Kick. Nein, war es nicht. Natürlich war es Kicks. Du hast zeig mir den Clip. Zeig mir den Clip. Dahin, dann zeig mir den Clip. Ich will den Clip sehen. Ja, dann komm in den Supportraum. Ich will den VDM sehen. Also, du bist nicht zur Seite geflogen wegen dem VDM, sondern wegen meinem Kick, weißt du schon, ne? Du hast auf die andere Seite gekickt. Ja, aber die Mechanik hat dich trotzdem erwischt. Ich hab dich gekickt. Da hinten liegen auch schon zwei Leute. Ich hab gekickt, hallo, verstehst du mich nicht? Guck, warte, lass mich mal wieder hören. Komm denn nicht. Oh mein Gott, hat er das weggekickt. Guck, er sagt sogar selber, sein eigener Mann sagt sogar. Ja, weggekickt, Digga, das kannst du auf alles bezeichnen, also, kannst du mit Auto bezeichnen. Hör mal. Selbst dein eigener Typ, der da bei dir in dem Kreis steht, selbst er sagt weggekickt. Das war ein Kopf. Ja, aber Digga, weggekickt kannst du immer noch zu allen Situationen erwähnen. Nein, du brauchst dich gar nicht auszureden, du wurdest weggekickt und aus. Auszureden. Digga, das hat nichts mit Ausreden zu tun. Das ist einfach, wie würdest du hallo, das bezeichnen? Hallo, selbst ein Typ, der hallo. Daneben steht, sagt gekickt. Ja, wir brauchen nicht weiter zu diskutieren, das war ein Kick. Ganz einfach. Hast du denn einen Clip? Ich habe keinen Clip, aber die Tatsache, dass er so weit wegfliegt, er fliegt nach rechts komplett. Mit einem VDM wird der wieder geradeaus auf die Fresse fliegen, aber er wird niemals so weit nach links fliegen, nach rechts. Hast du eigentlich Stimmverzerrer an, oder? John, hör auf abzulenken. Nee, ja? Ich frag nur, dann kannst du auch mit deiner normalen Stimme reden, ich hab keinen Stimmverzerrer. Nur weil der Neid halt auf meine geile Stimme und Michael stimmt. Sich anhört wie ein 10-Jähriger, braucht er nicht neidisch zu sein. Nee, dann erzähl mal, also du willst das nicht wegkicken, sondern... Es war kein Kick, ganz einfach. Dein erster Beweis, dein Freund sagt selber kicken, zweiter Beweis, du fliegst so weit nach rechts. Dass ich mit sowas überhaupt diskutieren musste, ist ja nicht normal. Alter, du kannst es einfach nicht einsehen, dass du einfach, ihr habt einen auf die Schnauze bekommen von jemandem, der keine Waffe hatte. Michael, deine Meinung? Sowieso ein Stimmverzerrer, also, Alter, Michael, du Wurst, Alter. Michael, was? Das ist jetzt nicht der Grund. Der Grund ist jetzt der Clip. Meine Fresse, darf ich doch jetzt mal, Michael. Ist so, Alter. Der Clip ist... Hör mal jetzt auf Kick hier, was soll das? Jetzt, Ruhe. Meine Güte, der Clip ist für mich im Grunde so weit in Ordnung, bis du ihn getreten hast. Denn du hast weder eine Ankündigung noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was. Brauchst du keine Aufforderung. Okay.
Wir haben es jetzt aus dem Tisch. Michael hat selber gesagt, es war anscheinend kein Vordamm. Aber die Vorsituation habt ihr nicht. Davon gibt es keinen Clip. Aber er hat mir vorher geschossen. 100%. Lass den Clip mal ein bisschen laufen. Das haben wir gesehen, dass eine gewisse Person zu dir gesagt hat, ja, Hände hoch, du bist weggefahren und er hat dann direkt losgeschossen. Ja, das haben wir gesehen. Hat das Michael auch gesehen? Ja, das habe ich dann schon gesehen, ja. Also, okay, warum sagst du dann gerade, dass es keinen Grund dafür gab? Weil ich es nur gehört habe und nicht gesehen. Ah, okay. Ich verstehe. Also es ist klar, also der Kick war berechtigt, ich wurde vorher beschossen und somit ist der Call gegen Platz offen und ich darf diese Leute dann dementsprechend auch eliminieren. Mit einem Kick oder so, da ich keine Waffe habe und mein Leben beschützen muss, da mein Leben wichtig ist, bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu kicken. Ja, aber du bist ja die ganze Zeit im Kreis da gefahren, obwohl wir da standen. Habe ich zwei von euch umgenietet oder habe ich es nicht? Ganz kurz, ey, du brauchst doch nicht direkt zu brüllen, Digga, was ist los? Ich bin nicht am Brüllen. Warst du auf, John, hast du den Bordstein geküsst oder hast du den Bordstein nicht geküsst? Hat es funktioniert? Hat doch funktioniert. Was denn, dass du mich umgefahren hast oder was? Also der Supporter Michael hat selber, der mich am meisten hasst und ganz gegen mich schießt und ganz Zeit Stimmfelsterer faselt, selbst der hat gesagt, dass es kein Vordem war. Ich setz erstmal hier Ruhe in diesem Sachplan. Kann ich jetzt weitermachen jetzt mit RP? Ich weiß nicht, ob ich dir das erlaube. Warum? Was ist denn jetzt mein Regelbuch? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich tu dich mal kurz muten, Jan, dass du uns kurz nicht hörst. Wir tun uns rein mal kurz hier absprechen. Ja, mach das. Natürlich wäre ich das Einzige, das gemutet. Ja, noch nicht. Also, wir sind jetzt auf den Entschluss gekommen. Du hast ja gesehen, wir waren jetzt zu dritt hier in diesem Call. Ich habe von beiden Seiten die Meinung gehört. Ich werde dich jetzt persönlich, weil ich dich ja vorhin schon mal eine Verwarnung gegeben habe und gewisse Leute dich auch ein bisschen beobachtet haben, haben wir festgestellt, dass du ziemlich viel gebaut hast. Was ist mein Regelbuch? Erzähl's mir, abgesehen von der ersten Situation, wo wir uns geeinigt haben. Was habe ich jetzt in diesem Fall falsch gemacht? Darüber möchte ich jetzt nicht nochmal diskutieren. Welches gebannt? Ja, für eine Woche. Für eine Woche? Aber warum? Ich habe gar nichts gemacht. Failer P, RDM, VDM. Bei einer Sache machen wir einen Schutz bei dir, weil du dein Leben so schon geschützt hast, bla bla bla, deswegen. Na, er fängt schon wieder an. Gut, tschüss. Hau rein, meine Süße. Und mach mal bitte deinen Hauptschulabschluss nach. Du kannst, glaube ich, gut gebrauchen.